Lukas, Wettbewerber treffen aufeinander hier im Media Room auf der CES. Du bist hier für die Horizont, ja. Ich bin hier für die Werben und Verkaufen. Eigentlich ist das nicht unser Hauptjob, aber du broadcastest auch gerne. Springst du gerne auf jede Bühne, baust du gerne deine Reichweiten oder teilst du einfach gerne Erkenntnisse mit anderen? Was ist dein Hauptantrieb? Mein Hauptantrieb ist tatsächlich, ich bin ein unverbesserlicher Lehrer, glaube ich. Ich sammle gerne Wissen, ich aggregiere Wissen und gebe das gerne weiter. Und das mache ich über soziale Medien natürlich, über meine Kanäle und natürlich auch auf der Bühne. Bühne hat einen Vorteil, da wird man noch besser bezahlt, beziehungsweise da ist der Mehrwert dann für die Firmen, wenn man das Wissen weiterteilt, natürlich höher. Meine Theorie ist ja, dass Unternehmen auch solche Broadcaster brauchen, Leute mit Broadcaster und Publisher gehen. Wie siehst du das? Du nickst. Ich nicke da absolut, absolut. Glaube ich auch. Man sieht auch, dass die Firmen, die das vielleicht auch unfreiwillig schon hatten oder haben, hatten im Sinne eines Steve Jobs oder haben, ich finde Daimler mit dem Dieter Zetsche macht da einen großartigen Job, dass die auch irgendwie nicht authentischer, mag ich nicht den Begriff, der wird im Marketing mal so überstrapaziert, aber dass diese Menschen oder diese Firmen durchaus Erfolg haben, wenn sie so Gesichter aufbauen. Deine drei Beobachtungen, Hauptbeobachtungen, wichtigsten Erkenntnisse bislang hier auf der CES, welche sind das? Meine erste Beobachtung hat mich erstaunt, und zwar geht es anscheinend nur noch ums Thema Schlafen. Schlafen, ja, tatsächlich Schlafen. Also jeder steht auf der Bühne und sagt, 70% der Menschheit schläft falsch, zu kurz und die Zeit, die sie dann schlafen, auch ineffizient. Und da beschäftigt sich jedes dritte Unternehmen hier, also so wirkt es zumindest auf der CES, mit dem Thema Schlafverbesserung, also Schlafanalyse und was man da irgendwie drumherum machen kann. Und es gibt auch also von ganz kleinen bis ganz großen, Philips hat da jetzt was announced, mit diesem Smart Sleep Brille. Ja, sehr spannend. War mir so nie bewusst, dass das ein großes Problem der Menschheit sein soll. Aber also Schlafen, Nummer eins. Was Nummer zwei? Ich habe nichts Neues gesehen. Also bisher. Also bis auf diese Schlafgeschichte ist alles andere, ja gut, ein bisschen kleiner, bisschen irgendwie, ja. Leistungsfähiger, günstiger, genau, verfügbarer vielleicht bald für jedermann und so. Aber so der Mega-Kick ist noch nicht da, bis auf eine Sache. Das ist Nummer drei, die Firma Bosch, erstaunlicherweise, jetzt kein Startup, sondern ein Unternehmen, was über 130 Jahre irgendwie am Markt ist, hat einen Luftverschmutzung, habt ihr da in Norddeutschland nicht so viel wie wir bei uns in Stuttgart. Vor allen Dingen auf Fehmarn, ne? Fehmarn ist ja quasi klimaneutral. Aber bei uns ist Feinstaub zum Beispiel ein großes Thema und da stehen so große Schiffscontainer, die Luft analysieren. Und die Firma Bosch hat jetzt ein Gerät entwickelt, das ist 100 Mal kleiner, als tatsächlich so wie so ein kleiner Kasten, 40 auf 40, heißt Climo und misst all diese Sachen, die dieser Riesencontainer sonst macht und kostet auch nur ein Zehntel davon. Das heißt, jede Stadt kann sich jetzt diese Dinger in Ampelanlagen und so weiter überall aufbauen, in Laternen dranhängen und so die Luftqualität messen und daraus dann Entscheidungen besser treffen. Alles wird kleiner, leistungsfähiger und günstiger. Lukas wird immer größer.